So, es gibt doch den alten Spruch, Fisch muss man salzen, säubern, salzen, säuren. Genau. Ne? Und jetzt wird er gesäuert. Jetzt wird er erstmal gesäubert. Ist er schon? Mhm. Wird er auch noch gesalzen? Er wird gesalzen. Ich mal schnell um. Sehr schön. Von der anderen Seite. Und säubern, säuern, salzen. So heißt es. Ja, genau. Mhm. Jetzt nehmen wir das. Und was ist es? Seezunge, ne? Seezungenfilet. Ja, was ganz Feines. Das ist von sehr, sehr leckerer zart, Fisch. Ja. Ein bisschen aufpassen. Man nimmt jetzt hier so ein Fischgewürz. Das gibt es ja. Ganz verschiedene, ein Fischgewürz? Ja. Ganz verschiedenen Varianten gibt es. Also man kann salziger das, und nicht man kann das so auch salzig. Selber machen, indem man verschiedene Kräuter zusammenmixt. Aber es gibt es natürlich auch zu kaufen. Und Fischläden, die machen das oft selber in Fischläden. Und da finde ich es besonders lecker. Mhm. Wir haben jetzt hier eins aus einem... Das ist aus dem Laden. Das ist auch nicht so, ja, das ist auch nicht so wahnsinnig salzig. Ja, wir müssen mal vorher mal ein bisschen kosten, weil ja, ich finde ja, ja, immer, manche, wenn sie zu salzig sind, genau. Muss man dann aufpassen, ne, beim Salzen. Ich finde ja. Immer, Sellerie, ja, genau. Pastinaken, Zwiebeln, Petersilie, Muskat, Ingwer, Pfeffer, Estragon. Na wunderbar. Ja, das ist super. Was da alles drin ist. Mhm. Man muss eben bloß aufpassen, dass es wirklich dezent gewürzt wird. Ja, ja, ja. Wobei, man darf es auch nicht zu wenig machen, dann schmeckt es lasch am Ende. Ja, wenn man das zu zweit macht, ist die Gefahr natürlich groß. Kochen Sie denn auch manchmal zusammen? Ja, wobei wir öfter jeweils für den anderen kochen. Also, genau. Wir laden dich heute mal man ein. Man lädt sich gegenseitig genau. Ein. Ah, ja, ja. Und da kreieren wir dann auch immer ganz wilde Sachen. Mhm. So, jetzt nehmen wir diese Krabben. Die kommen jetzt darauf. Genau. Ah ja. Ach, das wird dann so eingerollt, ne? Genau. Ist ja ein Klassiker. Wie so kleine Rouladen. Ja, wunderbar. Ein bisschen, ach, und der Dill kommt bisschen, da auch der direkt? Der kommt da auch drauf. Richtig frischer, frischer Dill. Schön viel Dill. Ja. Haben Sie denn auch schöne große Küchen? Ja, wir haben Wohnküchen, also beide. Wir wohnen ja in einem Haus. Ja, das weiß Sie, ich, ja. Wie Sie wissen, und haben trotzdem jeder eine eigene große Wohnküche. Ja. Und die Anja hat sogar dann Klavier drin. Mir war in der Küche. Das habe ich bisher nur einmal in meinem Leben in Bremen bei Bekannten gesehen. Das fand ich so schön. Das ist toll. Weil, also, als ich noch in Berlin gewohnt habe, hatte ich nur eine ganz, ganz kleine Küche. Und Sie kennen ja bestimmt auch dieses Phänomen, also Sie sowieso, wenn man... wenn man eine Party macht. Sind alle in der Küche. Alle in der Küche. Und ich hatte in dieser Berliner Wohnung ein riesengroßes Wohnzimmer, aber wir standen immer wie die Heringe in der Küche. In der Küche. Und ich wusste, falls ich mal umziehe oder in ein Haus ziehe, was ja jetzt der Fall ist, jetzt rollt man das hier möglichst, möglichst fest. Ja, ja, das ist. Dass ich dann eine... Ja, genau. Das ist dann da wollten Sie eine große Küche. Das war mir ganz wichtig. Ich dachte immer, lieber verzichte ich auf ein Zimmer und reiße eine Wand raus, habe aber dafür eine Wohnküche. Und ich wollte immer mein Klavier und meine rote Couch in der Küche haben. Und das habe ich jetzt. Und haben Sie die Wand rausgerissen dafür? Ja, habe auf ein Zimmer verzichtet, ja. Das ist, also aber dadurch, mich müssen Sie da nicht überzeugen. Ja, aber dadurch, und mein Kind hat da seine Spielekiste. Also bei uns spielt sich praktisch alles in der Küche. In der Küche, ab. Wie toll. Und bei uns eigentlich auch sehr viel. Also eigentlich ist das so eine... Art Rückkehr zu den ganz alten Bauernhäusern, wo sich alles in der Küche abgespielt hat. Und das hat sehr viel Positives für die Familie. Aber auch für Freunde. Wenn ich Freunde habe, wir sitzen nur in der Küche. So, ja, wir auch. Und die gucken auch gern zu, wenn ich koche und helfen mit. Genau, das ist so gemütlich. Das machen wir auch so. Und wir trinken gerne einen kleinen Wein. Das haben wir wirklich? Was für ein Stichwort. Wir wollten es jetzt nicht so direkt sagen, na aber ja. Eigentlich. Ich habe einen schönen, leichten Riesling, ein Kabinett Trocken von Robert Weil aus dem Rheingau. Ein berühmtes Weingut, der wunderbare Weine macht. Jetzt kocht der hier ganz doll. So, jetzt nehmen wir mal das hier. Wir haben jetzt hier diesen Fischsud. Machst du mal ein bisschen klein? Wo ist diese Platte hier? Hier. Ja, wie so die deutschen Rieslinge. Aber die ist ganz klein gestellt. Jetzt ganz klein, ja. Ja. Was ist das? Das ist ein Fischsud. Anja, erklär mal, was da genau drin ist. Der wird praktisch, das ist ganz einfach. Das ist ein halber Liter Wasser, Pfefferkörner, Lorbeerblätter. Das haben wir hier schon rausgesiebt. Und dann kommt da noch ein 8 Liter Weißwein dazu. Natürlich ein bisschen Salz, aber nicht zu viel Salz. Aha. Und darin also gart das jetzt. Genau. 7 Minuten. Genau. 7 Minuten. Stellen wir da ein. So.
Deckel her. 7 Minuten. Mhm. Jetzt läuft's. 6,59, 6,57, 6,54. Ich weiß nicht, ob das nicht zu groß ist. Wir können das auf eine kleinere Flamme stellen. Ja. Zum Beispiel diese. Ich mach das mal. Ich mach die mal aus. Die ist, glaube ich, auch noch an. Ja. Und soll klein sein, okay? Mhm. Die Uhr ist eingestellt. Genau. Wir müssen mal gucken, nach 7 Minuten vielleicht, ob es dann wirklich ausreicht. Also sollen wir immer mal so einen Blick werfen? Genau, immer mal wieder gucken. Ich würde meinen, dass man es vielleicht ganz bisschen erstmal hoch. Ja, genau. Nicht ganz, bisschen hoch. Und wenn wir sehen, dass es anfängt sich zu bewegen, dann tun wir es runter. Also ein leichter 11,5% nur. Oh, wunderbar. Schöner, leichter Riesling vom Rheingau, was eines meiner Lieblingsweine ist. Prost. Den kann man auch so als Küchenwein vorweg trinken schon. Auf ein schönes Essen. So, ich fange mal kurz mit meinem... Ich mache etwas Ungewöhnliches, nämlich einen Salat, aber gekocht mit Erbsen als Gemüse. Das kann man mit Bratkartoffeln essen, das kann man auch mit einem schönen Brot essen. Man kann es auch als Beilage zu Fisch oder Fleisch. Mhm. Das ist eigentlich sehr einfach. Und das geht los damit, dass ich in diesem Topf Butter zum Schmelzen bringe. Mhm. Und zwar, das sind jetzt 100 Gramm und ich soll jetzt 80, also das ist so ungefähr... 80, relativ viel Butter, aber sonst kommt ja auch nicht viel rein. Und dazu dann so halbierte Schalotten. Das sind jetzt 12 kleine Schalotten. Die werden jetzt hier so angeschwitzt. Da kommt erstaunlicherweise ein Teelöffel Zucker dazu. So, nicht zu viel. So. Und was noch? 200 Milliliter Hühnerbrühe, die habe ich selbst gemacht. Mm. Beweis. Ja. Ja. Hier ist meine selbstgemachte Hühnerbrühe. Und super. Da sind etwa 2 Löffel, sind 200 Milliliter. Aha. Das sieht ja toll aus. So, das stelle ich jetzt auch ein bisschen kleiner. Ja, da haben wir irgendwo hier. So, wir haben jetzt hier schon Modell. Und dann, was kommt da noch rein? Ja, Petersilie. Ich habe die abgemacht und klein geschnitten. Die kommt dann am Schluss so drauf. Ja. Und die Stängel, die man sonst wegschmeißt, habe ich zusammengebunden. Und die werden jetzt hier mit gedünstet. Dann kommt da so ein bisschen von der Petersilie der Geschmack rein. Das ist ja eine tolle Idee. Die nehmen Sie dann am Ende wieder raus. Die nehme ich raus, ganz klar. Die nehme ich raus. Ja, jetzt kommt der Deckel drauf und dann 6 Minuten. Wunderbar. Super. So. Sieht doch schön aus, ne? Sieht doch schon ganz schön aus. Mhm. Diese halben. Ich guck mal nach unseren. Ja, das köchelt ganz leise. So wollten Sie es doch, ne? Ja, genau so wollten wir es. Ganz winzig, ganz klein. Ja, die eine Nacht ist leider aufgelöst, aber das macht noch zu gierig. Passiert schon mal. Noch 3 Minuten und 15. Also ich, da in diese Brühe kommt dann rein Salat. Und zwar ist das Romana-Salat. Ja. Und den gibt es ja normalerweise in so ganz groß. Mhm. Ne? Und da ist er auch preiswerter. Aber ich habe eins festgestellt, wenn man diese großen kauft, muss man die ganzen äußeren Blätter wegtun. Die sind so zum, kann man Schuhe draus machen oder Taschen, so ledrig sind die, aber zum Essen nicht. Jetzt kaufe ich diese Herzen. Die sind natürlich wesentlich teurer, aber da man alles verwenden kann, also ganz selten muss man ein Blatt außen wegtun, aber eigentlich kann man ich die alle. Doch gerne. Und dann ist es wieder nicht mehr so teuer. Das stimmt. Ne, oder? Mhm. Wenn man das vergleicht. Die werden einfach, die halbiere ich jetzt einfach so. So, sieht ja so schön aus. Und die werden geschmort. Aha. Mit den Erbsen, dann nehme ich tiefgekühlte. Ja. Und dann durch die Butter. Und das ist natürlich, wir haben ja gesehen, da ist ja relativ viel Butter drin. Ne? Ja. Aber das wird natürlich, das schmeckt zieht dann natürlich dann auch. Von nichts kommt nichts. Also das ist immer so. Meine Großmutter, ne? Wenn die früher Rotkohl gemacht hat, da war ein ganzes Stück Butter dran. Ja. Sicher. Weil das schmeckt dann auch immer anders. Aber das macht man ja auch nicht jeden Tag. Dazwischen isst man dann mal Spaghetti mit einer Tomatensoße, die nur mit Öl gemacht ist. Seezungenröllchen. Da wird wahrscheinlich auch ein bisschen Butter oder Creme fraiche oder was. Das ist schon sehr Also ich
bisschen Frisches drin. Ich esse alles, auch Butter, Sahne, aber eben immer in Maßen. Also nicht jeden Tag irgend so ein Gericht mit Butter oder mit Sahne. Dazwischen eben viel mit Öl, vor allem Olivenöl. Das ist schön. Ne? Welche Küche bevorzugen Sie? Italienisch. Italienisch. Absolut. Ich bin ja so ein Nudelfan. Obwohl ich liebe auch Italienisch. Thailändisch. Mhm. Sie haben gedreht in Thailand? Ich war mal ein halbes Jahr da. Ein halbes Jahr? Ja. Ui. Und da haben wir natürlich sehr viel, eigentlich nur thailändisch. Und ist Ihnen nicht zu viel geworden? Die meisten sagen, dass sie dann nach einiger Zeit wollen die dann was Deutsches. Ja, oder so. Und die meisten von uns sind dann auch in die sogenannten Bavaria-Häuser gegangen. Das sind solche, das gibt es dort in Thailand. Also gibt es richtig so, da stehen dann auch so kleine Thailänder mit so Ledersäppelhosen und tanzen Schublättler. Das ist und sehr da gibt es so Salzbrezel. Und Weißwurst. Ich war noch nie in Thailand, deswegen. Das ist so komisch. Und da sind dann viele von uns nachher hingegangen, weil die dann einfach so einen Heißhunger auf so eine Brezel oder so hatten. Man vermisst ja bestimmt die Sachen. Schwarzbrot meistens im Ausland. Schwarzbrot. Ich wollte gerade sagen, wenn man im Ausland ist, eine der Dinge, die man am meisten. Ja. Unser Wecker. Ja. Wir wollen auch Schwarzbrot. Schwarzbrot wollte ich sagen. Das ist das, was man am meisten vermisst. Ja, total, ich auch. So ein gutes vor allem, so ein köstliches. Annelein, machst du mal bitte den Deckel? Jetzt. Zack. Jetzt. Und das ist jetzt. Jetzt kommt da so ein 18 Liter eigentlich von dem Sud rein. Kann man ja so ein bisschen frei nach. Also circa ein 18. Ja. Wir machen das jetzt mal nach Knautschen. Ja, naja. Auf dem. So, okay. Auf ein Milliliter kommt es ja wohl nicht an. Warm. Aha. Schön. Ah, und da wird jetzt das Söschen gemacht. Genau, jetzt brauchen wir mal so was zum Rühren. Löffel ist hier. Also Löffel sind hier. Und was zum Rühren ist hier, eine große Auswahl. Dann nehme ich mal das hier. Ja. Jetzt macht man dann nämlich so ein bisschen Creme. Aha, also ihr macht es nicht mit Butter, sondern mit Creme fraiche. Ist auch fresh. Also, wir sind auch keine Diätküche. Nein, heute ist nicht die Diätküche angesagt. Nein. Ihr seid ja auch noch in der DDR aufgewachsen. Genau. Da war das so mit Creme fraiche und so natürlich nicht so. Das gab es nicht. Das so. Überhaupt Creme also kann ich mich nicht erinnern, du? Gab es vielleicht Schmand? Als die Grenze Schmand auf, gab es. Gab es schon? Schmand ging gab ich 19 und habe noch nicht gekocht. Also ich bin da, ich weiß überhaupt nicht. Aber ich habe gekocht und es gab Schmand und Schlagsahne haben wir auch gekocht. Das gab es schon. Ne? Ja. Also das war, also es war also, nicht so, dass es nichts gab. Es gab aber nicht diesen abgepackten Creme Nein, fraiche und natürlich. So, das gab es nicht. Wahrscheinlich Hui, auch keine. Jetzt habe ich was. Soll ich an? Es gab wahrscheinlich keine exotischen Früchte und solche Sachen. Nee, überhaupt nicht. Ich habe ja, also das, da oute ich mich jetzt natürlich als völlig blöd, aber ich habe wirklich sehr lange nicht gewusst, wie das Ananas tatsächlich eine Frucht ist. Also ja, klar. Für mich gab es das immer für 14 Mark im Delikat, so nannten sich diese exklusiven Läden, wo man auch mal in der Büchse. In der Büchse, ja. Und ich habe so nicht gewusst, wie die aussieht und dass es eine Frucht ist. Ja. Ich dachte, das ist irgendwie. Also jetzt kommt hier so ein bisschen Weißwein rein. Ein Weißwein. So ein Schluck. Also so. Ja, ein Schluck. Nicht so viel. Ein Schlückchen. Und ein Schuss Cognac. Auch ein Schluck. Das macht es wirklich ganz. Das ist natürlich der Clou. Ja. Das ist echt der Clou. Ja, toll. Soll ich das ein bisschen höher stellen dort? Ja, das wäre ganz gut. Auch wieder, bis es sich rührt und dann machen wir es wieder runter. Genau. Ne? Genau, und das muss jetzt so ein bisschen reduzieren. Oh, also ich aber auch bin jetzt auch so weit, es hat ja geklingelt. Ich nehme jetzt, wie Sie vorhin das schon geahnt haben, die Petersilie raus. So. So, und ich tue jetzt meine halben. Das sieht ja sehr gut aus. So, das sieht doch gut aus. Köstlich. Ne? Das koche ich unbedingt nach. So. Das weiß ich jetzt schon. So, und jetzt kommen die Erbsen. Die sind noch so halb tief gekühlt, die tauen aber jetzt von selbst da drin auf. Das ist ja toll. Das sieht einfach auch wirklich schön gut aus. Oder? Super, ja. Künstlerischer Schmiss. So. Jetzt noch mal 10 Minuten. Aha. So. Machen wir wieder ein bisschen größer. Und da kommt jetzt der Deckel drauf, denn da muss ja das Gart im Dampf. Pass auf. Bei uns ist es jetzt so weit. Rühr noch mal ein bisschen.
Das nehme ich jetzt mal hier runter vom Feuer. Ja. Das ist aus hier vorne, ne? Ja, das ist vorne aus. Ist aus. Ja, genau. Ich mache erstmal ein bisschen hier in genau. Ah, das ist ein Eigelb oder ein ganzes? Ein Eigelb, das wird getrennt. Ja. Das Eiweiß braucht man praktisch gar nicht. Ja. Ich rühre das mal so ein bisschen durch. Das bindet jetzt so ein bisschen. Genau, das bindet die ganze Sache. Hm. Wird jetzt gerührt. Ein bisschen. Uppe. Da gibt es aber auch sowas ganz Kleines. Ja? Hier, guck mal. Das ist besser. Das ist besser. Oh ja, ist ja alles hier, da. Das haben alle. Fast alles, nicht alles, fast alles. Super. So. Ja, wunderbar. Hier. Schmort, das schmort und macht und tut. So. Genau, ich denke, das reicht, Anja. Jetzt ist es auch nicht mehr so kochen. Und jetzt wird es einfach. Wird es da reingerührt. Ja. Aber das ist jetzt kein Feuer, das ist okay? Ja, 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 das ist ganz richtig. Gut. Genau. So. Riecht gut? Riecht gut. Das sieht ja schon sehr lecker aus. So. Jetzt kann man die restlichen Krabben, ich nehme mal vielleicht nicht alle, sind jetzt hier noch so viele. Mhm. Aber jetzt macht man dann noch so die. Macht die ruhig rein. Das alle? Sieht, ja, das ist doch toll. Also dann passt ja nichts anderes mehr rein. Nein, nein, wir rühren mal noch ein bisschen. So. Genau. So. Echt alle? Ja, mach ruhig alle rein. Na gut. Die sind so lecker, diese Krabben. Ja. Kann ich wenigstens hinterher sagen, sie war schuld. Sie war schuld. Auf ihre Verantwortung ganz eindeutig. So. Das kann ich leider beweisen. Und dann nimmt man nämlich auch noch Dill. Da würde ich sagen, alles. Aber ja, Dill kann ich genug sagen. Oh, ich bin ein großer Dill-Fan. Da müssen wir mit Ihnen, wir müssen Ihnen noch mal unsere Schmandborscht präsentieren irgendwann. Ja, wir haben so ein tolles Dill-Rezept, Schmandborscht. Das ist ein Borscht? Eine rote Beete-Suppe? Russische? Keine rote Beete. Nicht? Nein, nein, es gibt Borscht auch ohne rote Beete? Ja, es gibt ja ganz viele verschiedene. Borscht ist ja praktisch nur so die Übersetzung für Suppe. Für Suppe, russisch. Mhm. Ja. Und dann macht man da, erzähl du. Ich muss mal hier abschminken, ganz kurz. Und? Ja. Also das ganz kurz, das ist so eine Rindfleischsuppe, ja. Brühe mit Reis, Kartoffeln und der Clou dieser Suppe ist, dass man am Ende da saure Sahne reinmacht und ganz, ganz, ganz viel Dill. Und das schmeckt wirklich das super, das ist ganz einfach. Ich habe auch Rezepte, wo ich dann am Schluss so einen Klecks in die Mitte tue, so saure Sahne oder Creme Fraiche und dann auch Dill drauf. Das wir sollten ist wunderbar. Jetzt mal noch, das noch ein kleines bisschen anwärmen nochmal, ja? Aber vielleicht da oben, weil das ist eine sehr große. Genau, und dann machen. Aber da können wir gleich die. Das ist eine sehr große Flamme. Deswegen. Kannst du doch noch mal bitte, ob dein Löffel. Ja, ist egal. Ich bin ja nicht ansteckend. Nein, ich wollte nur wissen, ob es dein ist. Ob du noch eine kleine Prise Salz dazu geben würdest? Oder ob es ausreichend ist? Das ist jetzt die große Frage. Ein Hauch. Ich würde mal einen Hauch noch machen. Keine Prise, nur ein Hauch. Hauch Salz, würde Renate sagen. Auch sie schuld am Ende. Hauch, ja. Jetzt ist schon Prise. Hauch, es sollte nur Hauch. Ich fand aber eine Prise. Ich hab's ja nicht probiert. Ist schon in Ordnung. Gut. So, und jetzt kommen die Röllchen da nämlich rein. Ach, die kommen da rein? Ja, die kommen jetzt da rein. Ja, das ist ja toll. Zack, zack, zack. Oh, großes Ding. Entschuldigung. Essen denn die Söhne auch schon solche Sachen? Unterschiedlich. Meiner, der ist 2 Jahre alt und mag sehr gerne so pikante Dinge. Ist aber sehr ungewöhnlich. Der isst super gerne zum Beispiel in Knoblauch eingelegten und in Olivenöl und Knoblauch eingelegte Artischocken. Bäh. Ja, das habe ich noch nie gehört, dass ein Kind sowas ist. Und auch, kennen Sie diese ganz, ganz scharfe thailändische Suppe, wie heißt die, Tom Yam Gum oder so ähnlich? Diese ganz scharfe. Ja, ich kenne Thailand. Die liebt er auch. Nein. Ja. Das ist aber sehr ungewöhnlich. Mach wieder zurück, das brauchen wir jetzt nicht. Das ist aber sehr ungewöhnlich, oder? So. Das ist komisch. Ne? Die das meisten auch Kinder nicht essen noch mehr Pommes frites und Nudeln und so. Ich war so ein Kind. Milchreis, Pudding. Ja. Ira kommt dann nach mir. Eierkuchen. Ja? Ira kommt nach mir, was den Geschmack anbetrifft. Ach, das ist lieb. Ja, wir sind immer so, wir könnten beide immer so Grießbrei essen und Milchreis. Und so, und jetzt kommt oben drüber, wenn ich mal unterbrechen darf, bitte. Noch die Mandelplättchen. Die sind kurz in der Pfanne angeröstet. Ja. Und die gibt man jetzt dann noch. Ich habe es jetzt klein gemacht da. Ne? Die gibt man jetzt noch dann so oben drüber. Ist ja toll. Ist ja auch optisch wunderschön, ne? Ja, nicht schlecht. Ich bring mal Teller.
Genau. So. Ich glaube, das kann man jetzt schon ausmachen. Die kann man jetzt schon ausmachen. Ja, mache ich. Warm ziehen muss das jetzt ein bisschen, aber die ist eigentlich fertig jetzt, ne? Ja. Bitte lass es schmecken. Ja. Wird sicher ganz toll sein. So. Und ihr ist also, jetzt auch schon fertig? Nee, ich habe aus Versehen meins ausgemacht, aber jetzt habe ich das. Ja, ist an. Nein, das muss noch, noch 4,5 Minuten. Guck mal. Schön, oder? Ah, das sieht sehr gut aus. Du aber mal sicherheitshalber. Das riecht vor allem. Du hast Angst, dass es... Ich habe immer so diesen Salztick, dass ich immer, ich esse sehr salzig und andere Leute nur dann überhaupt nicht. Dann würde ich lieber jedem selbst überlassen, genau. Wie sage ich genau. Immer, also, zusalzen ist kein Problem, wegsalzen ist ganz schwierig. Salziger darf es jetzt auch wirklich nicht sein. Ne? Ich habe ja auch eine Unart, dass ich ja oft Speisen, bevor ich sie koste, direkt nochmal nachsalze. Vorher schon salzen, das ist wirklich eine Unart. Und das muss ich mir abgewöhnen. Abgewöhnen, sofort abgewöhnen. So, hier sind so große, wollen Sie was drauf tun? Genau. Wird ja auch. Da wird der Wein gut schmecken dazu. Mm. Das weiß ich jetzt schon. Ah, toll. So, die Krabben, das sieht doch toll aus, ne? Wenn ja. Soll ich wunderbar. Noch ein kleines Nö, erstmal eins, denke ich mal. Ja, können wir noch. Sicher. Ja. Nein, aber. Okay. Können ja nachher noch nachnehmen. Anja? Ja, bitte. Danke. Sehr gut. Ein bisschen Baguette vielleicht dazu. Ja. Gerne. Ich es hier. Ich mach das so zu Fuß, okay? Okay. Ja. So, hier sind Messer und Gabeln. Hoppala, es gibt übrigens sogar Fischmesser. Naja, also. Das ist ja nicht wie bei armen Leuten. Nein, ist wirklich nicht wie bei armen Leuten. Hier. Super. Ich brauche noch eine Gabel. Ah, haben wir auch. Also man muss die Spieker natürlich jetzt hier rausmachen. Darf ich mal ganz kurz? Ganz klar. Ich bin ja eigentlich der große Küchen. Können wir in Reihe essen. So. Na dann. Na dann. Also ich salze, dass ich da, falls jemand... Das glaube ich nicht. Falls die... Gerrit, ne, war das mit dem viel Salz? So, jetzt bin ich gespannt. Erstmal zum Wohl. Zum Wohl? Gut. Dann gucken wir mal. Na dünne. Na dann. Oh, schön zart. Also mir schmeckt das. Mein Lieblingsgericht. Sehr lecker. Ne? Sehr lecker. Ist genau richtig gesalzen. Doch, ja, genau. Also, ja, also es darf wirklich gar nicht unbedingt. Hat so einen schönen Eigengeschmack dadurch, ne? Durch die Krabben und den Dill. Kommt alles so raus. Sehr lecker. Sehr lecker, ja. Das ist schön. Und der Dill und alles. Sehr schön. Man muss auch wirklich aufpassen, dass man den Fisch nicht zu lange in dem Sud lässt. Ich dachte, dass man das. Den Zahnstocher nicht mitriegen. Das auch. Nee, weil sonst kann der ganz schnell so trocken werden. Man muss den, darf den wirklich nicht länger drin lassen. Ja, das ist perfekt. Also finde ich auch. Ich finde, es ist sehr gut geworden. Ne? Perfekt. Ganz lecker. Was ist das für ein Rezept von der Oma? Es ist von der Tante meines Mannes, Tante Monika. Und die Tante Monika kann ganz toll kochen. Und das gehört zu ihren Spezialitäten. Oh. Und das habe ich mir mal abgeguckt. Toll. Das heißt, sie hat mir das mal genau aufgeschrieben, wie man das macht. Und dann habe ich das mal vorgekocht. Und dann habe ich das irgendwie so in meinen Kochplan übernommen. Sehr lecker. Toll. Also ich finde es auch. So. Den Mandeln schmeckt auch lecker. Noch eine halbe Minute, dann sind wir hier soweit. Oh, hässlich dabei. Jetzt kommt hier noch mal Butter drauf, weil wir noch nicht genug drin haben. Es ist schon ein bisschen butterlastig. Ich gebe es zu. Mir. Aber Anja isst ja gerne mit viel Butter. Ja? Wecker? Ja, das war jetzt mein Wecker hier. So. Und das wird jetzt noch mal.
hat so ein bisschen angelegt. Was ich aber ganz schön finde, es ist nicht angebrannt, aber es ist so ein bisschen, wird dann so ein bisschen braun. Ja, und das so ein bisschen, das macht man dann mit dem Holz, so kratzt man das weg und das ist sehr schön. Na ja, guck mal. Sieht gut aus. Kann man doch schon, ne? Fein. Ein kleines. Ist jetzt fertig, ne? Ja. Wie gesagt, das kann man als Beilage nehmen, zu etwas, das kann man als... Passt eigentlich auch zu unserem Fisch, finde ich sehr gut. Könnte eigentlich, aber der hat schon eine eigene Soße, deswegen würde ich das nicht direkt dazu, aber... Als Vorspeise vielleicht. Vorspeise oder auch mal so als vegetarisches Gericht mit ein bisschen Bratkartoffeln oder sowas. Mhm. Dankeschön. Halt. Zack. So. So. Ich hab's auch jetzt nicht mit dem Salz. Ich glaube, da fehlt ein bisschen Salz. Mhm. Aber das ich kann ja jeder nicht selbst. Nicht vorher salzen die Ratten. Einfach probieren. Das mache ich ja nicht mehr. Ab heute. Ab heute? Ab heute gelobt die Besserung. Was ich auf jeden Fall schon mal mache, ist ein bisschen Pfeffer drauf. Mhm. Darf ich? Ja. Und Salz, wie gesagt, nach eigenem Geschmack. Ich nicht. Also wenn das... Naja. Gut, dann ist das meins. Gut, ich habe richtig. Nicht so ein Pfeffer. Nicht so ein großer Pfeffer-Fan. Nee. Gut. Entschuldigung, aber dann nehme ich das. Ohne Pfeffer. Super. Also ich glaube, ein bisschen Salz wird es brauchen. Auch schon vorher. Ja, in dem Fall, weil ich ja nicht gesalzen habe. Heiß. So. Vorsicht. Fehlt ein bisschen Salz. Ja, aber das macht ja nichts. Das ist aber das ist ganz lecker. Das ist ganz toll. Das ist wirklich toll. Das ist genau auch dein Geschmack, ne? Ja? Mhm. Na bitte, na. Mhm. Ist ja doll. Also ich hab nicht gedacht, dass man Salat, darauf bin ich noch nie gekommen, kochen kann. Also, dass man warmen Salat servieren kann. Das wissen die wenigsten. Das ist eine ganz tolle Entdeckung. Ganz ja, lecker. Und es ist sehr lecker. Mm. Allerdings natürlich auch nicht zuletzt durch die Butter. Mm. Aber die Butter braucht man. Aber ich denke, das ist auch mein Geschmack auch. Ich habe wieder ausgetrunken. Alter Suppkopf.